Stimmt, sorry. Der, genau. Jetzt wird ausgewürfelt. Eine Current Player darf jetzt entscheiden, welches Ding hier spawnt, weil beides gleich viel ist. Weil es gibt keine Base damit zum Spawn, deswegen wird jetzt eins reingeflogen. Ich darf entscheiden, gell? Genau, Teil 1 oder Teil 4. Macht das irgendeinen Unterschied? Ja, Ich fliegen da glaube, es nimmt jetzt. sich nicht viel. Fliegt er, Ich also nehme Teil 4. wenn da jetzt mehr wären, dann würden da mehr reinfliegen, ne? Ja, da würde alles entfliegen. Okay, aber es muss dann auch das mit den meisten genommen werden, Raum ne? Intelligenz. Muss auch die mit den meisten genommen werden, denn, ne? Ja, genau. Ja. Okay. Braucht ihr mich irgendwie? Sonst würde ich mal gucken, dass ich das Schiff ein bisschen auf Vordermann kriege. Du könntest die größeren, besseren Vipers reparieren. Genau, das war mein Vorschlag. Würde ich das machen, Sonst könntest du. gehe ich hier ins Hangardeck. Sonst müsstest du halt an die Kanone gehen, ne? Ja, Aber aber ich denke, ich ist jetzt nicht denke, so wichtig. Und ich denke, die drei halte ich auch auf. ich will per zwei neue. Was ist mit der Dame? Was ist mit der Genau. Alice? Die wird jetzt aufgedeckt. Komplett. Und dann ziehst du nur drei Pilotenskillcards. Oh, Free Piloting Skill Cards. Gut, dass ich die da hingelegt habe. Jetzt wirst du Clarissa-Pilot. Ja. Jetzt steige ich auch in die Viper. Oh, Du kommst Command. in Command. Admiral ist halt wieder Pick. Er ist super. Da kannst du jetzt Um. selber entscheiden, was mit dir passieren soll. Okay, you may choose to. Okay. No room for mistakes. Verstehe. Ganz normaler Kane. Ja? Das ist. Ja. Okay. Ich habe zwei neuen Viper rangeholt und ich glaube, jetzt ziehe ich noch Karten und dann war's das. Was waren das nicht für Karten? Rescue-Karten. Wie lange war die eigentlich am Leben? 3 Folgen, oder? Oder zwei? Kommt hin, ja. Glaube, die war nicht lange da. So. Gott, wir haben echt wieder Pech. Alter. Low Supplies. Haha. Ja, ich habe die falschen Karten gezogen, ich sehe schon. Ein Moral kann man verkraften, oder? Weiß nicht, Ja, kann aber jemand ich was aus einer beitragen? Sagen, ich kann nicht allzu viel beitragen. Ja, ich habe immer noch kein Gelb und kein Grün. Das ist halt, die kommen halt recht häufig. Ja, okay, dann also würde ich sagen, lassen wir das. Warte mal, erstmal die hier. Ich habe noch gar nicht gemischt. Ja, also, Nils, du kannst ja schon sagen, wenn du was reinlegen möchtest. Aber Ja, ich leg ihn jetzt rein. glaub nicht. Auch nicht. Ich auch nicht. Ich lege eine Karte rein. Echt? Ja, ich müsste da eine Karte abwerfen. Ach so. Du hast, ja, macht Sinn. Kannst du mir jetzt erklären, warum du keine Treachery-Karte reingelegt hast? Stimmt, dass ich auch machen können, ne? Ja, hätte ich mal sortieren sollen, die Karten habe ich ganz vergessen. Also, What? Okay, dann ist Nils. Es ist echt angenehm, wenn man weiß, dass gar kein Du-Mensch ist. Das macht das Spiel echt angenehmer. Vor allem, du kannst ja überprüfen, dass ich so spiele wie immer. So, planlos, sag ich mal. Ja, genau. 10 Karten. Passt. Ich glaube nicht, dass es jemand gelingt, total hundertprozentig in jeder Situation zu vermeiden, zu geben, dass er halt Zelun ist oder keine Hinweise zu geben.
glaube, das ist super schwer. Aber es gibt jetzt schon nur Anzylonen, oder? Ja. Haben wir die Viper schon ausgeführt? Repariert habe ich schon. Noch nicht, oder? Ach, die Radar, meinst du? Nee, haben wir noch nicht. Sorry, mache ich fix. Dann greife ich an. Nils, hast du schon gezogen? Oh, ja. Ja, alles gut. Wenn du einfach die Karten rechts von dir ignorieren würdest, weil es wird noch, du wirst jetzt noch angegriffen. Also die Runde einfach nicht ausspielen. Ich würfel mal. Wer zerstört? Okay. Reroll. Wer 6? Wer geht damaged? Also heute würfel ich echt gut. Okay, nächster. Ist der Feind. Zweiter Angriff. Wer getroffen? Oh, wieder gedammt oder was? Naja. Einen habe ich noch. Du hast gut gespart. Da wird er rerollt. Das ist eine 3. Passt. Und der letzte. Okay. Ist überleben. Ja, jetzt würde ich auch gerne langsam springen. Oh, Nils, jetzt darfst du. Ja, soll ich die jetzt wegschießen? Ja, ne, das wäre eine Möglichkeit. Warte, ich kann auch. Wenn der Viper ist, und der Kack ist. Once per turn, if you're piloting a Viper, you may activate an unmanned Viper and then take another action. Ist er denn eine Unmanned Viper? Dann kann ich auch keine aktivieren, ne? Nee. Ungünstig. Dass vorher alle nach Hause gegangen sind. Ja, aber Activate Unmanned Viper bedeutet nicht auch, dass er eine launchen kann einfach? Ich weiß oder? Gar nicht. Unmanned Viper Actions. Theoretisch eigentlich schon, ja. Ja, dann fliegt da eine raus. Aber so ist jetzt nicht... You may activate one... Ja, wenn das Civil Ship needs to... So, ja, müsste eigentlich gehen. Was ist denn an... One Armored Viper. Was ist denn an den Viper Mark 2 besser? Sollen wir davon eine rausstellen? Du kannst 2 weit fliegen mit einer Aktion. Du kannst 2 weit fliegen mit einer Aktion und du wirst nur bei der 6 bis 7 getroffen. Die 5 ist da dann ausgeschlossen. Schwerer zu treffen und einfach weiter. Also könnte ich die... Kann er jetzt sagen, dass er die pilotet, die Viper, wenn er sie da draus stellt? Wie ist das in den Regeln? Was steht denn da? Ich kann umsteigen. You may only when you are on a Galactica location. Du kannst nicht umsteigen. Ah, okay. Schade, okay, aber wir... Okay. Ah, ja, stimmt. Wäre cool, wäre auf jeden Fall cool. Dann hat mein Wingman jetzt das bessere Equipment. Willst du die halt wirklich so einsetzen? Weil die können halt auch kaputt gehen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir halt haben. Willst du die nicht selber verwenden? Ich bin mir nicht sicher halt. Wenn die nur Kanonenfutter ist. Ja, aber du kannst sie reinstellen. Wir haben 2. Stell sie ruhig rein, stell sie ruhig rein. Dann sehen wir die auch mal. Sonst kommt die gar nicht mehr zum Einsatz. Maximum Firepower. Nein, hast du noch eine Aktion. Okay, genau. Dann sie dürfen. 3 bis 8 ist zerstört. Einer weg. Nice, und einer noch. Sehr schön. Und nochmal in die Luft geschossen. Ah, die Viper ist kaputt, die andere. Ich bin den Schiff erwischt. Okay, dann Crisis. Endlich. Inserting the Prisoners. Each player discards one skill card, hört sich nicht so an. The current player is sent to the big M. Fail ist schon ein bisschen hart, ja. The current, ja, könnte machen, schickt mich in die Brick. Meine Macht als Präsident hilft dir nicht,
meine Macht, ich habe als Präsident meine Macht in der im Gefängnis noch nicht so ausgebaut. Deshalb wäre mein Vorschlag, dass na gut, Admiral 2 und ja, müsst ihr euch überlegen, was ihr machen wollt. Zur Not holen würde ich halt aus der Brick raus. Achso, ich kann das. Ich kann das entscheiden, ja? Jo. Er ist halt die. Ich könnte Mittel beitragen. Also ich weiß halt nicht, ob wir den Skillcheck halt wirklich machen wollen. Ja, an sich haben an sich gewinnen wir dadurch nichts. Nee. Ja, ich könnte auch abwerfen. Ich würde die lieber abwerfen. Dann. Ah, ich weiß nicht. Also mit der Brick ist halt so eine Sache. Wir verlieren halt eine Aktion. Ja, ich würde auch einfach abwerfen. Also ich muss drei. Ist die Base aber noch? Ich muss drei abwerfen, ja? Ja, ja. Ja, und ich zwei. Okay. Und dann springen wir. Ah ne, die Bester schießt noch. Vier auf einmal. Acht. So, und dann springen wir. Diesmal haben wir keinen dabei, hoffentlich, der versucht dauernd unsere Sachen kaputt zu machen und sie nicht zu reparieren. So, da fliegen wir hin. Ja, mal gucken. Was das Schicksal für mich bereithält. Ich gehe wieder ins Zangardeck, ne? Ja, du gehst wieder ins Zangardeck, ja. Und die ganzen Schiffe wandern rüber. Ist gar nicht mal so viel übergeblieben. Wer ist denn gerade dran gewesen? Dann ist jetzt Bender. Genau, ja. Achso, haben wir schon Destination, das Wahnsinn. Ja. Willst du die umdrehen jetzt? Oder was dein Plan? Ja. Ich weiß es nicht. Aber. Ich hau die. Jetzt ist die Hand hier nicht da, oder wie? Soll ich die Hand wegmachen? Nee, ist egal. Bei den Karten ist sie. Ja, okay. Passt. Ist so besser. Dann machen wir die da an. Oh ja, das geht ja. Ja, was machen wir da jetzt, ha? Was machen wir jetzt? Kannst Command ausprobieren. Command ausprobieren? Oh, ja, würde ich nicht machen. Also wir müssen Command halt nutzen, glaube ich. Aber wenn, dann lass mich das doch machen. Ich glaube, du kannst Command benutzen, oder? Command benutzen? Wegen meiner Fähigkeit halt. Ja, aber was soll er sonst machen jetzt? Ja, Emery kann er reparieren. Ja, weil das ist auch gut, ne? Oder reparieren, ja. Ja, das kann sein, dass sie... Aber wir müssen... Command solltest du halt aktivieren, bevor Nies dran ist, damit er halt wieder seine Aktion in der Viper machen kann. Wie, Command ist auch kaputt? Okay, Crisis. Radar. Das ist typisch. Geil. So mies. Das hört sich jetzt an Lucky, ne? Also, ich kann da schon beitragen. So. Ich könnte auch beitragen. Wir können Gunswing. Also, ich habe zwei gute Karten.
Ich würde Medium reinspielen. Ich würde wenig reinmachen. Ich habe jetzt eine Karte. Ich würde gern die obersten beiden, die vom Skill check, dass sie aufgedeckt da reingehen. Ja, das funktioniert. Reinigen. Oh Gott. Ja. Funktioniert anders, die Karte. Die wird dann im Skill-Check getriggert. Das heißt, wenn du die in den Skill-Check reinlegst und wir öffnen dann, also wir versuchen dann auszuzählen, dann wird die getriggert. Ah, okay, dass du dann nachher sehen kannst, ob einer beschissen hat, ja. Okay. Nein, dann werden zwei zusätzliche Karten noch reingelegt. Ja, genau. Also, was Skill-Check heißt, die wird nur aktiviert, wenn die im Skill-Check liegt. Die kannst du nicht anders aktivieren. Achso, und dann kommen zwei extra rein, okay. Entschuldigung. Genau. Aber was heißt meine obere Fähigkeit, ich verstehe an und ganz. On your turn, once a skill card's played into a skill check have been revealed. Also das ist jetzt dein Skill Check. Ja, wenn da jetzt Karten aufgedeckt werden und dann ist da eine Karte, die dir nicht gefällt, dann kannst du einfach sagen, ja, die Karte ist weg. Okay, das hört sich ja schon mal gut an. Muss man immer dran denken. Ich glaube, ich habe das auch schon vergessen, halt, als ich die gespielt habe. Also bei der muss man halt wirklich immer nachdenken mit deinen Sachen. Ja. Genau, genau. Du fängst an. Ich fange an. Ich lege wenig rein. Ich habe. Ah, wenig oder? Ja, oh, ein bisschen was mehr als wenig, würde ich sagen. Nils? Ich hab nichts. Wat? Ich lege nichts rein. Ben. Okay, dann zähle ich aus. Ja, das sieht ja gut aus. 6, aber gepasst, ja. 9, 11, 13, 14, 15. Oh. Ja, dann können wir zurück. Ja, dann Fabian. Dann räume ich die Fixer auf die Karten. Kannst du schon mal ziehen? Ja, nice, danke. Raider? Schon gemacht. Achso. Sorry. Ah ja, der Purser-Tracker noch, ne? Du darfst noch ein Schiff platzieren, Keck. Gagget. Ziviles. Das ist ja unschön. Gagget. Aber ich würde sagen, nach 4 oder nach 1, ne? Ja, würde ich auch sagen. Schieben wir mal eins noch eins. Zieh noch eine Karte. Ha! Wer hat denn da gemischt? Ihr müsst euch jetzt auf bald auf was einstellen, ne? Ich bin fertig. Das ist noch gar noch, Karte. Oder ist das die drunter? Batman chooses. Vermutlich minus ein Food und ein. Achso, plus ein Food. Ja, das. Also, Moral ist kein Problem, das kann ich dir mitteilen. Okay. Predator Supply Ships. Ja, aber ich denke, also vorerst, dass wir das obere machen. Falls du da was macht, kann das gleich wer machen, im Schnellsklo. Achso. Also ich würde trotzdem das obere machen. Ja, ich denke auch, oder? Naja. Da ist ja der Moral kein Problem, deswegen sagt er das ja. Dann, ich habe das mal geändert. Und das Card, zwei Skillkarten. Mann, dass man nicht alles tut.
Und zwei Treasury-Karten. Und das ganze Deck gezogen, alles klar. Jetzt hast du zu viele. G kannst du ja. Wie machst du das mit zusammen mit G schon, oder? Jo. Rechtsklick und dann draufdrücken. Ja, du musst immer die Tastenkombination lernen. Das hatte ich mir immer vorgenommen, wenn ich mit Technik umgehe. Genau, da bin ich auch dran. Bin wieder da. Also haben wir das obere genommen, schätze mal, oder? Ja, genau. Ich würde der Balltag schon interessieren, muss ich sagen. Wolltest du nicht Command gehen? Aber wieso denn jetzt? Achso, das, ja, das man, ja. Aber jetzt? Ja, gut, du kannst zwei Schiffe evakuieren und Nils. Achso, das meinst du, ja. Also, ja. Du kannst, Nils kommt in die Viper. I see your point, dann machen wir das. Genau, dann gehe ich hier rüber. Ich dürfte jemanden exekutieren. Bedachte ich mir doch, dass du da keinen schlechten drauf liegst. Ja, natürlich. Aber ich töte keinen mal. Bin ich mal so nett. Ach. Du weißt jetzt schon, dass ich dafür ein Messer in den Rücken bekomme. Was? Nicht gern Offizier exekutieren. Nett. Er hätte einen exekutieren können, weil da ein positiver Dings drauf war. Communications. Das ist doch auch eine Location für mich. Ah, das ist auch interessant. Oh, tuned in. Ist auch nett, ja. Mhm. Draw two Trauma Tokens. Ja gut, also man hat keine mehr. Was ist, wenn man keine mehr hat? Wenn man dann Ella auslöst, dann tut man einfach einen Stapel dazulegen. Einfach einen random vom Stapel. Okay. Musst du jetzt machen, oder? Ich hab schon einen drauf gespielt. Ah, okay, der war. Das war mein letzter. Ah ja. Okay, dann aktiviere ich einmal Commands. Und schauen wir nochmal die zwei hier an. Ah ne, Command ist Viper. Ich hab dich gerade verwechselt. Aber den kannte ich schon. Genau. Dann spawn ich hier einfach mal zwei Viper. Warum denn? Oder so. Und jetzt hier? Ich denke so. Und jetzt hier? Wie ist? Bist du da? Willst du was machen? Ja, ich steig ein. Nice. In Sektor 2 gehe ich. Ja, sind ja beide da. Ja, also ich mach das gerne für dich. Und dann tue ich nochmal ein Schiff, aber ich kann zwei, ne? Dann tue ich nochmal ein Viper Heroes launchen und ein Schiff evakuieren. Und zwar das hier. Wieso hast du jetzt nicht das vom 1 genommen? Nochmal? Warum du nicht die vom 1 genommen hast? Weil da eine Viper stehen muss. So, das habe ich gar nicht gesehen, aber das hätte ich auch nicht machen können. Das war eins zu weit entfernt. Okay. Und Crisis. Wie sieht das Moralproblem aus? Also, ich kann euch was erklären, ja? Als Präsident ist momentan noch kein Moralproblem in Sicht, ja? Ich würde dem Präsidenten da nicht so trauen. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber bist du wirklich in die Sick Bay? Ich hab volle Hand, also theoretisch. Also ich sag dir halt, dass Moral noch kein Problem ist, aber. Und ich sag, ich vertraue dir nicht. Was sagt das der Rest der Mannschaft? Du würdest also in die. Das ist halt das Toyborn Raptor. Wenn du sagst, Sick Bay ist für dich in Ordnung. Ich weiß halt nicht, ob du mit einer Executive Order rechnen kannst. Ja, ich habe auch keinen Token. Ich denke, das ist okay, wenn ich den bekommen würde. Ja, es ist jetzt nicht so schlimm halt. Also Raptor verlieren. Ja, gut, momentan. Ich zerstöre den Raptor und gehe in die Sick Bay auf jeden Fall. Tschüss, Team. Und wir haben noch eine Karte ab, weil ich 11 habe.
Genau, und das war's. Dann ist Nils. Also Kakando, in meiner Runde musst du mir mal dann gut zuhören. Okay. Mal gucken. Ob das das Feuer entfacht. Genau. So, wenn ich eine Viper aktiviere, dann kann ich da einen evakuieren mit der Viper, ne? Genau. Und krieg eine neue Action. Genau, mit der Cake-Ability, mit der Cake-Fähigkeit, ja. Jetzt muss ich erstmal gucken. Doppelt mit der Maustaste ist auch nicht schlecht. Kann man direkt ranzoomen. Jetzt aktiviere ich den. Super, wenn du dann rausgezoomt bist und dann reinzoomst, kommst du rein und nochmal kommst du wieder zurück in die Kamera. Ja, stimmt. Und dann habe ich noch eine Action und dann genau. Spiele ich Executive Order auf den Hoshi. Mich? Ja. Okay, wo stehe ich eigentlich? Achso, ich bin in der Sickbay, genau. Ja. Oh, danke. Vielen Dank. Ja, theoretisch könnte ich jetzt noch ein Schiff evakuieren, ne? Ja, aber für ein Schiff weiß ich nicht, ob sie das halt lohnt. Da kannst du halt auch theoretisch Karten ziehen oder so. Ja, das letzte Schiff, also bei Hans, das Schiff. Ich denke, ich gehe in die Communications und reveal gleich den Token. Und jetzt stirbst du, oder nicht? Zieh ich zwei neue? Nö. Ich zieh zwei Trauma-Token. Echt? Ich dachte, du gehst jetzt nach Walter. Nee, hatte ich auch überlegt, aber sagen wir mal so, ich habe sowieso keine mehr gehabt. Wenn jetzt noch jemand von euch Traumatoken gezogen hätte, wäre das kritisch geworden, eventuell. So, naja, Ally. Weapon Control. Gain one fuel, draw one turn. Okay. Kannst du da jetzt gleich einen hinlegen? Von denen, die du... Ja. Jo. Ich gemacht und dann kommt eine Crisis-Karte. Ich könnte noch Communications aktivieren, ne? Ja, oder irgendeine andere Aktion. Irgendeine Action, ja. Ganz vergessen. Dann tue ich noch ein Scout launchen. Okay. Bald haben wir keine mehr. Hätte ich doch keine. So, und Crisis. Aber nicht die Olympic Carrier. Also. Ja, ich kann da die. Kann da gut oder sehr gut. Ich kann da gut oder sehr gut beitragen. Dann ist halt aber wieder vorbei mit der Farbe. Ich kann da. Ja. Ja, ein bisschen was kann ich dazu beispielen. Krieg also, ja. Wollen die anderen kurz ein Update geben? Nicht wirklich. Also das durchziehen. Auf Pass gehen. Ja, also 3 Punkte mehr für ja. Ein Population. Ja, genau. Ich glaube, das ist. Okay.
Ich könnte auch was mit reinpacken. Wie viel? Ja, so mittel. Ich meine, ihn braucht den Piloten im Moment ja, glaube ich, nicht so. Ja. Mittel würde ich auch sagen. Naja, der Purser-Tracker ist, bei der nächsten Karte würde die Flotte zu uns springen. Alle, ja. Aber die sind ja da drüben und die sind, ja. Na gut, dann behalte ich was auf der Hand. Also wenn einer von euch Mitte beitragt, dann würde es reichen. Ich trage Mitte bei, ja. Dann können, also wenn ich denke halt, wenn mehr Leute reinlegen, wasten wir mehr Karten. Ich wäre aber dafür, dass nicht du Mitte beiträgst, sondern Nils. Also ich weiß nicht, wie müsst ihr euch halt absprechen. Aber ich würde schon gerne dazulegen. Ja, aber ich weiß ja, dass du halt auf jeden Fall nicht lügst, deswegen würde ich halt gerne deine Handkarten schonen. I see your point, aber ich würde trotzdem gerne einen Skillcheck möglichst effizient machen und deswegen würde ich gerne reinlegen. Statt Nils. Aber wenn Nils macht, dann ist auch effizient, oder? Nee. Warum nicht? Weil er seine Karten... Also, ehrliche Frage. Aber es ist so. Wie bitte? Ich werde das nicht erläutern, aber es ist so. Okay. Wahrscheinlich hat er eine relativ hohe. Wer muss anfangen mitlegen? Wer war denn gerade dran überhaupt? Ich habe komplett Überblick. Nils war dran, oder? Nils war, ja. Okay. Ja, dann, Ben, fliegst du was rein? Wie bitte? Nö. Genau. Ich lege sehr gut rein. Sehr gut. Okay. Ich lege. Ja, wie gesagt, ich brauche einmal Mitte, habe ich ja gesagt. Jo. Und. Ich soll jetzt nicht, oder wie? Kakando, oder was meinst du? Also brauchst du nicht, wenn Kakando. Ich habe schon gut reingelegt. Okay, dann brauchst du auf keinen Fall. Dann brauchst du auf keinen Fall. Ja, dann bin ich raus. Okay. So, 2, 6, 8, 10, 13, 16, 15, nee, 16, 18, 16, 18. Ja, du hättest mir schon vertrauen können halt, ja. Wieso? Warte, kannst du mal kurz liegen lassen, damit ich weiß. Ach, ja, okay, jetzt verstehe ich, warum er machen wollte. Denke ich auch, ja. Wenn du dir die roten Karten mal anguckst. Weil er die gar nicht einsetzen kann. Wenn die denn von ihm sind. Wie viele Karten hast du reingelegt? Ich habe 2 Karten reingelegt. 2. 3, sorry. 3, okay. Dann macht's Sinn. Okay, dann war das. Ja, dann macht's Sinn. Das ist gut. Ich weiß ja eh, ich habe mich nur gefragt, welche Karten du gerade reingelegt hast. Ja, dann sind die von ihm und die 3, die gelben von dir. Oh, alles gut. Würde ich jetzt mal raten. Ja, ich räume auf. Keine Angst. Wenn du darfst, aufziehen. Und der Heavy Raider muss noch gewürfelt werden und du darfst noch 2 Schiffe platzieren, Keck. Ja. Wie geil ist das denn? In unterschiedlichen Sektoren, ne? Jetzt wird's ja spaßig. Das gerade ein bisschen. Da ist gerade der Purser-Tracker irgendwo baden gegangen. Hallo? Ja. Ja, wir machen ein Schiff bei 4. So. Das geht doch gar nichts, ne? Ja, vor allem, wenn das, glaube ich, gerade am rauslegen. Guck mal, ob ich das noch schnell speichern kann. Nein, ich kann nicht speichern. Nein! Foto. Der steht auch gerade. Mal gucken. Hört ihr mich? Hallo? Ja, hallo. Jetzt. Okay, mein Internet ist interessant heute. Na, es geht wieder, nice. Pursuit Tracker ist auch noch da. So, dann darfst du 2 Schiffe spawnen. Und dann 7.
Gott, da muss ich das fixen. Ich dachte, ich hätte das Problem gefixt, aber anscheinend nicht. Wo machen wir denn den letzten? Wo machen wir denn den letzten hin, Leute? Bei 3? Ja, oder? 1, oder? 1 ist schon 1. 1, du bist. Achso, fuck. Ja. Also schaut halt immer, wo die Schiffe hier sind. Dann macht es wahrscheinlich 3 am meisten Sinn, oder? Ja. Aber jetzt haben wir auch den neuen schicken Viper. Das ist ja direkt nebenan. Boah, spawnen wieder so viele Heavy Raider. Wir müssen die wieder ausschalten. Mein Scott hat geht jetzt nicht mehr. Warum denn? Bei den nächsten Runden, oder? Genau, du bist dran. Aber bei der nächsten Runde spawnen die, also beim nächsten Tracker spawnen die dann. Genau, ja. Nach deiner Runde. Garantiert. Ja. Warte mal. Und Kack. Ah, du machst Executive Order auf mich? Jo. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, ich kann ja erstmal hier mit dem Schiff einen evakuieren. Jo. Da kriege ich eine Action für zurück. Oh. Genau, kannst du dich jetzt noch insgesamt zweimal bewegen oder machen, wie du möchtest. Oder zwei Action machen, ne? Ja, oder einmal wegen einer Action. Das ist in der Viper egal. Das ist sozusagen synonym. Ja, ich könnte ja noch zwei evakuieren. Einen in 4 und einen in 1. In 4? Nee. Achso, da bin ich ja nicht. Ja. Das geht nicht. Du würdest jetzt eine Aktion machen und dann würdest du dich noch hinbewegen. So 1 evakuieren und auf 3 hupfen, oder wie? Würde ich auch vorschlagen, ja. Ne, ist ja andersrum, ich muss mich hier erst bewegen. Ne, das ist in der Viper egal. Aktion und Movement ist da wirklich synonym zu behandeln. Okay. Dann Crisis. Da schon wieder. Also ich bin echt gespannt. Ich glaub, ja. Wir hatten am Anfang mal Food bekommen, gell? Ja. Also wir können gerne werfen, das ist. Und du bist der nächste Runden dran. Ja, eigentlich würde ich die eine aus Hand behalten, aber ich kann auch zwei Karten abwerfen, das geht schon. Okay. Ja, Frank, wir werfen die Karten ab. Okay. Vielleicht noch den Raider aus. So, Percent Lecker kommt, das heißt, die Schiffe kommen rüber. Alle? Alle, jo. Warum durfte gerade einer auswählen, welche kommen? Weil da nur der Schiffstyp ausgenutzt war, weil alle Battlestars schon platziert wurden. Ah, okay. Wir sind ja noch gesprungen, bevor wir da auf Auto gekommen sind. Und dann ist auch Fibern. Dann sollte vielleicht einer mit der Special Viper auf den Raider schießen, sonst ist er gleich an Bord. Ja, der Heavy Raider da sollte echt möglichst schnell weg. Möglichst schnell meine ich, dass ich den da wegschieße. Ja, du kannst zum Beispiel Executive Order auf ihn machen. Ne? Dann kann er den. Piu piu!
Genau. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder ich, also irgendwie euch, ich müsste halt selber was machen. Oder ich könnte hier in den Engine Room gehen. Oder. Wie schaut's mit der Moral aus? Ich hab mir gedacht, du willst was für die Moral machen. Also, ich kann auch weiterziehen halt. Aber für die Moral muss ich halt weiterziehen. Hä? Ich hab mir gedacht, das schaut eh so gut aus. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, du weißt schon, dass wenn du halt jetzt. Also, ich kann natürlich direkt meine Korumskarten ausspielen. Aber wenn ich halt hier stehe, dann ziehe ich halt eine Karte und kann dann eine ausspielen. Das ist viel effektiver. Ich denke halt, die Situation könnte es erfordern, dass ich halt diese Runde keine Quorumskarten ziehe. Ich weiß nicht, wie also ihr das seht. Also die größte Krise ist im Moment in 2, wo der Heavy Raider gleich an Bord geht. Dann haben wir hier einen. Würde ich auch. Dann haben wir hier einen Raider, der mit unserer Viper schon in einem Ding steht, wo wir noch ein Schiff drin haben. Das könnte man vielleicht evakuieren, das wäre eine zweite Möglichkeit. Dann haben wir hinten einen Base, der was. Also hier drüben bei 3 ist relativ sicher und da hinten ist halt. Der kann halt wieder was spawnen. Dann haben wir die. Ja, ich denke nicht, dass das so schlimm ist, weil wir können ja immer noch die Pegasus damagen erst, oder? Theoretisch. Dürfen wir nicht vergessen. Weil wenn die Base, also die Base das, wenn die schießen, das ist glaube ich das Gefährlichste. Also ich sehe. Nein, ich sehe halt das Risiko eher in dem Heavy Raider und in dem Schiff, was wir hier hinten noch haben. Wobei ich da natürlich auch noch ein bisschen, da ist ja nur, im Moment ist da nur ein Raider, der ist noch nicht so die Gefahr für das Zivilschiff, weil da ja auch eine Viper noch ist. Ja, ist sie momentan die größte Gefahr im Fabian irgendwie. Okay. Ja, der will irgendwie Karten ziehen, ne? Aber der Heavy Raider, der ist halt schon. Also der ist. Auch egal. Kein Problem. Ich bin ja als Präsident ziemlich mächtig mit der Waffe. Das hat letztes Mal, glaube ich, auch jemand bewiesen, dass er da ziemlich gut drin ist. Ja, letztes Mal habe ich die alle abgeschlachtet. Bis auf den letzten. Genau, jetzt müsst ihr mir genau zuhören, denn auch wenn die Situation mal wieder schlecht aussieht, werde ich unsere Crew und alle unsere Kameraden da ohne Probleme durchbringen. Und ihr könnt euch absolut sicher sein, dass unsere Moral dauerhaft hoch sein wird und wir dauerhaft meine Reden hören. Soll ich schon mal die Karte, also mich hat die Rede nicht überzeugt, soll ich schon mal die Karte spielen, dass du 2 mehr kriegst? Nee, das mache ich selber. Ich mache die Rede selber. Bist du selber nicht überzeugt von dir? Nein, das ist einfach nur so ein bisschen. Ich hab die gespielt. Ach so, sorry. War das die hier? Ja. Okay. Das war die. Sorry. Gut, ich würfel. Ja, da hast du aber gerade nochmal Glück gehabt. Ja, also, es war knapp, aber. Also, ich bessere mich halt, ja. Das müsst ihr schon zugeben. Ja, war kurz vorm Kippen die Stimmung, aber dann hat es das doch abgerissen. Ja. Also, geil. Abgerissen. Es ging doch wieder bergauf, als kein, du am Ende kein, angekommen bist. Kein Komplett-Legastheniker mehr. Danke. So, Admiral Chooses. Ja, siehst du, da haben wir schon den Heavy Raider, ne? Geile Sache. Oh ja. Auch überhaupt kein Problem. Ja, ich würde eine Atombombe abwerfen. Echt? Auf jeden Fall. Hä? Wohin? Die Atombomben sind doch super stark. Ich würde eine Atombombe abwerfen. Kakandu, weißt du, warum spielst du eigentlich so, damit jeder denkt, dass ich, also, ich spiele so, weil ich mein Wissen habe und nicht dein Wissen. Also, ich würde eine Atombombe abwerfen. Und das wird auch so gemacht. Ja, er kann wahrscheinlich einfach eine neue bauen gleich. Boah, das ist super langweilig, wenn ich die nicht verdächtigen kann. Und ja, der Heavy Raider bewegt sich in unser Schiff hinein. Der kommt auch sehr nahe. Woher kommt der? Der kommt von da.
Aber die werden noch gar nicht aktiviert. Heavy Raider wird aktiviert, doch. Aber der ist doch normaler. Der stand da schon. Wie bitte? Der stand da schon so. Also der ist da gespawnt. War da nicht das einer? War das eben? Überbleibsel von der ersten. Ja, ich hab mal doch. Ist das kein Heavy Raider? Eine Ahnung. Wo ist denn der Heavy Raider? Der ist da oben. Ach, da ist der. Okay, nevermind, dann. Aber der war doch hier. Kann na, sein, der, war na, 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 der war oben. Waren zwei und die gehen an Bord, dann. Da war einer. Nee, da war einer und da oben war einer. Warte, hier oben? 5 und 6. Ja. Der eine ist doch hier. Ja, genau. Mich hat's nur gewundert. Egal, passt schon so dann. Ich dachte, der ist in 7 und 8 gespawnt. Achso, da war noch einer. Alles klar. Okay. Nicht mal ein... Jetzt darf ich noch mal ganz kurz fragen. Ja. Wir haben da jetzt bei den Loyalitätskarten personales Ziel A drinnen. Ja. Oder? Kann das A sein, dass der dann praktisch irgendwie in Zylonen helfen muss oder so? Ja, das kann auch sein, dass er irgendwie Ressourcen runterbringen muss, glaube ich. Irgendwas war da auch. Ich habe die noch nicht durchgelesen. Also da steht was drauf halt, ja. Also auf der Karte steht was drauf. Es sind sehr spezifische Ziele, die du erfüllen musst, kann ich immer sagen. Und wenn du es nicht erfüllst, dann ist da unten eine Ressource drauf, die du dann am Ende des Spiels noch zusätzlich verlierst. Das heißt, wenn du das nicht machst, was da drauf steht, dann verlierst du die Ressource. Aber du musst trotzdem halt noch überleben. Du musst halt abwägen, ob du das Ziel erfüllen kannst und die Ressource retten kannst, oder ob du es halt nicht erfüllen kannst und dann halt die Ressource am Ende verlierst. Ich glaube, so ist das ungefähr das Spiel. Ja. Und du hast dich halt jetzt quasi als Mensch confirmed, du hättest es vielleicht per Kando einzeln fragen sollen oder so. Wieso? Muss nicht sein, dass er Mensch ist. Also. Also ich finde, seine Frage tut nicht einschließen, dass er eine persönliche Zielkarte hat. Okay. Dann diskutieren wir jetzt nicht, wir spielen jetzt einfach. Als Zylon kannst du ja keine persönliche Zielkarte. Ja klar, aber das heißt ja nicht, dass er die hat. Ja, aber würdest du jetzt... müssen wir nicht. Ja, spielen. Lass ja. Die Diskussion. Das ist egal. Weiterspielen? Ja. Ja. Ja, ich habe schon gezogen. Ich müsste dann gegen so 21 Uhr eine Viertelstunde oder sowas essen. Jo. Ja. Geht klar. Wieso bist du eigentlich auf dem Hangardeck? Und nicht draußen in der Viper? Beides achso, ist es. Achso, okay, okay. Nee, ist okay. Split Personality. Können wir schon so machen, ich hab dich da nicht gesehen. Ja, keine Ahnung. Zu machen. Dann gehe ich, wieder Allies abfarmen und gehe in Weapon Control. Wir kriegen ein Fuel. Was denkst du eigentlich, Erkan, du machst am meisten sie zu zerstören an Schiffen? Ich würde jetzt noch den Heavy Raider da rausbomben aus dem All. 7 bis 8. Der ist aber ja. Schon. Der ist schon im Spiel. Diana, Press Room. Also, ja, President's Office ist Press Room sozusagen. Ja, ja. Wie viel musst du für den Heavy Raider würfeln? 7 bis 8. Also, das würde ich jetzt machen. Okay. Ist das geht das klar mit euch? Also, ich würde. Ich denke, das ist okay, ja. Weil das ist ja halt genauso wie Armory, weil, ja. Dann mache ich das. Schieße ich einmal auf den Heavy Raider. Und Würfel. Ja, ist eine 8. Wird zerstört. Aber wieso hast du jetzt auf den geschossen und nicht auf den? Was schon bei uns im Board ist? Weil ich mathematisch den besser treffen kann, weil ich damit zweimal schießen kann. Man kann zweimal schießen. Der an Bord ist kein Problem. Ich als Präsident also, bin sehr gut getroffen. Auf lange Sicht wäre der schon zum Problem geworden. Ja, verstehe. Ich finde das auch gut. Jetzt kannst du den Raum nochmal aktivieren, ne? Ja, ich könnte nochmal schießen eigentlich, ne? Dann machen wir das auch, dann erwähne ich die Karte ab. Wird Baystar Damage übernommen, wenn sie weggehen? Weißt du das? Ja, das wird übernommen. Dann würde ich auch auf die Baystar schießen.
Aber die hinter uns ist, oder? Oder die andere? Die Frage. Es könnte halt auch sinnvoll sein, den einen Schiff da zu zerstören, aber ich weiß es nicht. Destroy one side. Ja, sehe ich den Punkt, aber. Nee, ich denke, die Base da, die vor unserer Luke, weil wenn Heavy Raiders spawnen, dann. Stimmt, GG. Stimmt auch wieder. Dann schieße ich auf den Base da. Dann spiele ich die Karte jetzt. Vielen Dank. 7 ist ein Treffer. Ja, plus 2. 9. Jeder. Plus 2. Du hast 7 plus 2 sind 9, der müsste weg sein. Nee, das ist ein normaler Treffer, das ist keine Atombombe. Ja, aber du hast ihn mit 9 getroffen. Das ist nur ein normaler Treffer? Ich hab nicht mit der Atombombe getroffen, ich hab nur mit der Beste. Ich hab nur mit der Battlestar geschossen. Das ist ein Schaden. Auch bei 9? So. 9 ist. 9 gibt's nicht. 9, es gibt nur 8. Aber generell, wenn du triffst die Battlestar, dann zeigt das hier halt einen Schaden an. Und das können halt 2 sein. Jeder Was Treffer ist ein das? Token. Das ist ein Trauma-Token für jeden revealten Zylon. Und was war das noch? Heute 2 Effekte. Ach so, die Kanone von der Galaktika ist so schwach. Dann hättest du mal mit der Pegasus geschossen. Ja, nee, ist nur Trauma-Token. Und es zählt als ein Damage. Genau, dann kommen letzte Crisis. Okay. Der Galactica CIC macht 2 Damage. Galactica CIC? Pegasus. Ah ja, genau, Pegasus CIC. Ja, Pegasus CIC, ja. Kack, ich muss es. Oben würden wir nur 3 Raiders vor uns haben. Ja. Oder? Das ist nicht so schlimm. 3 normale Räder. Ja, das war die Frage. 3 zivile Schiffe hinter uns. Ne? Ja, da ist aber, da können die spawnen hinter uns. Also ich halte das eine schwierige Entscheidung. Ich halte das schon, also wenn die 2 zivilen Schiffe hinter uns und der Spawn da warst, dann, ja gut, dann kann ich da zurückrennen und die abwehren, aber wie viel Fuel haben wir denn? Ja, wir würden jetzt gleich wegspringen halt, oder? Also. Ja, eventuell würde ich auch vorschlagen, dass wir bald den Engine Room benutzen, oder? Faster ja gut, der ist jetzt halt unser Pilot, klar ist das jetzt. Ja, ich weiß, das ist jetzt echt Pech vom Timing. Aber wir sitzen hier schon sehr lange fest. Ja, die kommen mal. Also bis jetzt ist ja noch keine direkte Gefahr. Selbst egal, was Nils jetzt sieht, es geht ja nichts kaputt. Ja, das stimmt. Also ihr würdet denn, ja, wir würden denn jetzt springen, ne? Ja, wobei. Ne, es geht ja nichts kaputt. Okay. Aber der Fuel, wenn die 3 Raider, ja gut, die kommen ja sowieso irgendwie. Also 3 Raider und 2 zivile Schiffe sind normalerweise 2 Aktionen. So würde ich das sehen halt. 2 Aktionen gegen ein Fuel. Sehr optimistisch, Herr Präsident. Also ich würde halt lieber das andere nehmen, weil wir eh schon fast weg sind halt. Ja, na, verstehe. Was sagt der Admiral dazu? Geh ich voll d'accord mit. Je mehr Gegner, desto besser. Okay, der ist für Ballern. Komm, oben. Oben, ja, gut. Okay. 3 Raider in front. Wenn das mal nicht eine scheiß Idee gewesen ist. So, dann würfel ich mal den Schaden. Kein Treffer. Zweite. Na, bumm. Treffer, ich tue die Pegasus damagen. Main Battery. War das Ding, wenn die 4 Schaden nimmt, ist die tot, oder? Ja. Dann ist er zerstört. Die 2 Zivilschiffe hast du auch hingelegt, oder? Schießen die Base-Stars auch auf zivile Schiffe? Nein. Nur Raider. Gut, das hatten wir, glaube ich, noch nie. Dann ist Nils.
Mit einer Schauen, ob da vorher Jump Tracker war. So, ich spiele die Karte. Ja, okay. Nee, warte, brauche ich gar nicht. Machst du das? Du musst dich, du musst. Wie machst du das denn? Benutzt du ein Movement oder ein Action? Ach so, ja. Ich kann ja einfach so reinfliegen. Ja. Ja, ist die Frage. Also ich würde dann mit dem Kack, würde ich den hier oben, oben, wobei ich evakuiere lieber, anstatt zu kämpfen. Also ich würde den hier oben und den, wo ich stehe, ja. Evakuieren. Kann auch Sinn machen zu kämpfen. Nur aber ich denke, okay, macht jetzt schon mehr Sinn, weil wir sind so kurz vom Sprung. Stimmt auch wieder. Ja, aber die kommen halt das nächste Mal wieder dann. Die ja, deswegen wird fast eher kämpfen. Aber... Weil wir müssen ja die Anzahl der Schiffe niedrig halten im gesamten Spielverlauf halt. Ich weiß nicht, was besser ist, ich kann es dir nicht sagen, aber wenn halt immer mehr Raider sich stapeln, dann kann es halt irgendwann blöd werden. Ja, I see your point. Ja, ist nicht meine. Obwohl eigentlich schon, ist ja schon meine Entscheidung, ist das egal. Also denn nach 5, 6. Da muss der Pilot sehen. Boah, nach 5, 6 ist okay. Einfach rein da. Und dann immer halt auch, wie seine Fähigkeiten gerade sind. Aktiviere ich den und evakuiere das. Okay. Okay, dann gib ihm. Schön. Schön. Nice. Jeder Schuss ein Treffer bis jetzt. Aber den brauche ich ja nicht mehr. Okay, ja. Trifft das Ding. Trifft das Ding eigentlich besser als der andere? Nö. Boah, also diese Kackkarten sind halt echt hart. Okay. Piloting? Ja. Hat jemand Piloting außer mir? Nee. Das ist schon wieder kein. Fuck. Ja gut, Schüsse sind nicht so schlimm, oder? Dann ist halt wieder. Ich würde auch lieber die beiden Schüsse entgegennehmen, anstatt dass wir da hinten dann drei Räder haben. Dann aktivieren die nochmal, haben wir zwei Schiffe verloren da hinten. Ja, ich glaube, Raider spawnen ist immer schlecht. Also ich meine, die spawnen ja nicht nur da hinten, die spawnen ja auch auf 4, spawnen ja auch noch welche. Oder was sagt der Admiral? Ja, wir haben auch zwei. Kann dein Schiff noch ein paar Treffer aushalten? Ja, können wir schon machen. Ja, denn. Ach, die Räder bewegen sich sowieso. Ach, die würden sogar spawnen und sich danach bewegen. Nee, das können wir ja auf keinen Fall machen. Stimmt, ja. Ja, das können wir auf keinen Fall machen, weil dann wird das auch. Ist hier hinten, sind die hier hinten ja tot? Naja. Wir müssen das untere machen. Machen wir das untere. Okay. Dann würfel ich mal. Juhu. 8 geht wieder auf die Pegasus. Das darf Nils aussuchen, oder? Achso, stimmt, ja, sorry. Nils darf aussuchen. Ist 8, du darfst aussuchen. Ja, wir machen noch einen auf die Pegasus, hoffentlich treffen wir das Airlock. Ja. Ja. Airlock. Und nächster Wurf. 6. Noch ein Treffer. Ja, noch ein Treffer. Ja, ich würde aber den würde ich jetzt auf die Galaktika machen. Würde ich zustimmen.
Ich auch, ja. Ich hab keinen Bock, dass irgendeiner entscheidet gleich, dass sie kaputt geht. Nee. Okay. Wir haben nur Food verloren, alles gut. Dass irgendeiner denn den nächsten Marker legt und dann die Pegasus komplett zerstören kann. So, jetzt muss ich noch ein paar Karten abwerfen, ne? 13. Jo, du musst 3 zufällige Karten abwerfen. Wegen deinem Skill. Und Bernd darf aufziehen. Ich tue einfach 3 bei dir umdrehen, okay? Nils? Er hat, glaube ich, alle umgedreht. Das Problem ist, dass die sortiert sind. Ja, ist egal. Ich weiß, da kann die ja nicht. So, die 3. Außer mir hat keiner blaue Karten, gell? Ja, ich kann blau ziehen. Du kannst blau ziehen? Jo. Könnten wir da bei der Pegasus das machen drüben? Kann ich dir helfen, ja. Ich bin auch dafür, dass meine Schiffe voll intakt sind. Ihr müsst die Räder noch aktivieren, oder? Kann das sein? Stimmt, die Räder müssen noch aktiviert werden. Ein Schuss wird noch ausgeteilt. Und die fliegen oben lang. Ich glaube, wir sollten jetzt halt wegspringen, fast sicher, oder? Mit dem. Ja, denke ich auch. Okay, das war wieder so ein Kackwurf, aber würde treffen. Die Ungemann, die Viper hier. Die muss den nicht unbedingt retten halt, gell? Also. Ja, glaube ich relativ. Nee, das ist. Wird halt weg sein, aber wir haben ja genug Raider. Also ja, das ist, glaube ich, relativ egal. Aber die wird halt komplett vernichtet, ne? Ja, aber wir haben ja noch 4 Raider zum Reparieren. Ich weiß nicht, ob jemand halt in dem Spiel noch schafft, 4 Raider zu reparieren. Stimmt, die sind ja, sind ja noch die guten da. Dann kannst du ja hau weg. Genau, also. Da ist eine gute zu viel drin. Ja, ist ein Raptor. Okay. Genau. Ja, ich sehe nichts. Jetzt Ben dran, oder? Ja. Also Spring oder Engine Lab würde ich vorschlagen. Engine Room wäre halt noch, dass die noch mal was machen dürfen. Ich weiß nicht, Nies, wie sicher fühlst du dich? Ja, ist alles Roger hier draußen. Also, du könntest es riskieren mit dem Engine Room, aber ich weiß nicht, ob das... Wahrscheinlich macht Springen schon Sinn, mehr Sinn als Engine Room, oder? Ja, würde ich schon sagen. Auch weil man dann 3 Karten nicht abwerfen muss. Der Base-Star behält seinen Schaden auch, ne? Ja. Ich hab gar nicht gesehen, dass das da 5 bis 8 für Damage ist, dann hätte ich die Karte ja eigentlich gar nicht spielen müssen, aber okay. Der ist ja leichter zu... Das ist echt schwer. Springen. Bei dem ist es schon besser gewesen. Machst du dir einen Pass oder Leid? Dann ist der Würfel. Bei dem wir einen Pop. Wann hätten wir keine verloren? Bei 7 und 8. 7 und 8. Jo. Ich überlege gerade, ob ich immer Kakandu überprüfen soll, wenn ich die Chance habe. Puh. Was, ob es nie überprüfen wirst? Nein. Weil immer wenn ich Kakandu überprüft habe, dann ist das Spiel entspannter. Aber jetzt wird es gleich wieder unentspannt. Ja, aber die können dann nicht schon mal umwandern, oder? Ja, ich könnte schon mal rüberräumen. Das. Wichtige Entscheidungen werden gerade im CSC getroffen. Also Morale ist keine Problem. Ja, habe ich schon gehört.
kommt weg, ne? Ach komm. Mach mal das einfach so. Ging in die Nebula. Oh, viel Fuel. Ja, interessant, ja. Vier Fuel. Okay. Jo, vier Fuel. Das heißt, wir haben drei. Drei. Boah, das ist heftig. Und nächste Phase, dann wird nochmal ausgeteilt. Fünf. Aber wenn wir jetzt nochmal drei springen, sind wir bei acht, ja? Ja. Ja. Aber drei weit mit drei Fuel. Oh. Der Admiral hat's heute eilig. Also wenn jetzt jemand eine Supervisor-Karte gezogen hat, dann muss er sie jetzt auch ausspielen. Aber was? Also ich weiß nicht, du musst der, also einfach mal die zweite Karte durchlesen bei der Sympathizer, zumindest bei der ersten steht das hier. Immediately reveal this card. Ich weiß nicht mehr genau, ob das auf der zweiten auch draufsteht, aber wenn es draufsteht, dann müsste diese Person das jetzt Ja, steht da drauf, ziemlich sicher. Machen. Was? Ist das You are sympathetic silent? You are sympathetic silent is sympathizer, sympathetic. Ja. Immediately reveal this card, okay. Du bekommst eine Sympathic Agenda. Wo ist die? Die ist hier. Und davon darfst du jetzt eine ziehen hier. Und du darfst doch infiltrieren. Geh ich dir auch mal rüber. Muss ich jetzt noch Karten abwerfen? Aber jetzt, wenn er jetzt eins zieht. Nein, nee. Er ist jetzt aber auf dem Schiff hier drüben, oder? Oder warte mal. Du bist dann. Muss ich kurz gucken. Wir bekommen ein Review zu einem Player. Ja, genau. Dann wirst du jetzt. Stimmt, ja. Du wirfst alle Karten bis auf 3 ab und gehst aufs Resurrection-Schiff. So schnell ändert sich die Situation. Aber das ist jetzt nicht der einzige Zylon, oder? Nein. Nee. Er darf seine andere Karte auch weitergeben, oder? Ja. Musst du sogar. Und du hast eine Agenda. Das mit der Agenda macht den Supervisor doch schon besser. Ja, ja, es macht es halt auf jeden Fall spannender, was er jetzt ist halt, ja. Ja. Und deine Fähigkeit zählt nicht mehr, ne? Muss Nies ja sagen, was wie das ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall keinen Piloten mehr. Stimmt, das ist ja. Ja gut. Wie wollen wir die Schiffe evakuieren? Das muss ja ich machen, ne? Wobei, wenn ich... Der SC Viper hängt da dran. Soll ich die im Geheimen sortieren, oder willst du es selber sortieren, Nils? Ja, kannst du also machen. So, wer wird denn der neue? Wie bitte? Mach's selber, oder? Sortier's selber, dann ist es besser. Nee, kannst du ruhig machen. Ja, eigentlich. Ja, okay, ich mach's. Das ist ja egal, was das ist. Das ist. Ja gut, das könnte halt sein, dass halt du im Skillcheck irgendwelche farbigen Karten gesagt hast, dass du nichts hast und jetzt zieh ich die so. Aber ich sag nichts. Ja gut, wenn ich die Farbe da selber sortiere und da selber hinlege, siehst du auch, welche Farben ich nicht reingelegt habe. Stimmt. So, ich kann jetzt infiltrieren, ja? Ja, du bist jetzt hier auf dem Resurrection Ship. Du musst der Loyalität normalerweise zurück. Du bist jetzt ein normaler zu tun. Und aber die zweite Loyalität-Karte musst du weitergeben. Weil du kannst infiltrieren, wenn du auf die Human Fleet gehst. Da ist es als Aktion.
Tree. Da legst du einfach irgendwo hin, ich zieh's dann auch. Forster und Teil. Ja, dann bin ich jetzt keck. Super. Ich bin jetzt irgendwo auf dem Base. Du startest hier, oder? Du kannst auch noch, wenn du willst, ja die Super Crisis Karte ziehen. Starte ich echt im Resurrection Ship? Du ja, bist ganz normaler Zylon jetzt. Ja, genau. Aber du hast halt die Sympathic Agenda Karte, da steht halt drauf, wie du und wann du gewinnst. Und du fängst damit keiner an. Super Crisis Karte. Aber ich kann alle Aktionen da drüben durchführen, weil ich Zylon bin, ja? Genau. Treachery-Karten kannst du jetzt auch spielen und Karten ziehen, weißt du ja, wie das geht. Wer war eigentlich gerade vorher dran? Aktive Runde? Bin mir nicht sicher. Ah ne, Kelly, ne? Kelly ist gesprungen. Genau, dann ist jetzt schon Crisis. Crisis kommt jetzt. Stopp. Bist du sicher, dass der ja. Ja, komm. Wer ist denn jetzt kack geworden? Ja, das macht Sinn. Ich bin kack geworden. Wem hast du denn deine Karte gegeben? Ah, dem da. I see. Fabian. Ja, ich hab die bekommen. Ja, an sich, Viper können wir eigentlich getrost jetzt, krepieren lassen. Ja. Es ist jetzt ja so, dass der zweite Zylon auf jeden Fall unter uns ist. Und es gibt hier einen Spieler, der könnte dann bald mal eine Entscheidung treffen, welcher andere Spieler das sein könnte. Oh stimmt, du kannst es ja auch selber sein. Ja, dann gut, dann sehen wir mal. Was genau hast du jetzt gemeint? Ja, wir sollten halt rausfinden, wer der andere zu tun ist. Ja, das würde ich auch gerne. Warte, als Zylone werfe ich jetzt auch die roten ab und nicht die blauen, ne? Am Ende. Genau, ja, genau. Ja, wie sieht's aus mit dem Skillcheck? Weil der da würde sich auch weiter bewegen. Also auf jeden Fall. Das müssten wir auch unter Kontrolle kriegen. Wie ist das? Das bekommt mich unter Kontrolle. Wie ist das denn mit der Wahrscheinlichkeit in dem Synthesizer-Deck? 50-50. Oder 50-50 oder 4 positiv und 2 negativ. Weiß nicht mehr genau. Ja, 4 positiv, 2 negativ. Alles klar. Also viermal ist das, dass die Huhn gewinnen müssen, dass die Huhn gewinnen, die Menschen gewinnen müssen, dann gewinnst du auch. Und zweimal ist die Zeit zu lohnen müssen gewinnen und dann gewinnst du auch. Und da gibt's halt unterschiedliche Sachen, die du halt machen musst gerade. Was du sicherlich gelesen hast. Manche sind ziemlich lustig, manche sind gemein, manche sind einfach. Ist halt Zufall. Ja, der ist spannend. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich immer noch Mensch bin. Nämlich noch an Kakadu, das und sich exekutieren musste. Das war das Beste. Ich hab halt echt gerätselt, warum du das jetzt machst. Zum Karten rausziehen auf jeden Fall. Aber ich kann jetzt nicht mehr in die Viper steigen, oder geht nicht mehr, ne? Keine Fähigkeiten mehr. Doch, nee. Du kannst infiltrieren und dann kannst du die Viper steigen. Stimmt, du kannst immer noch Pilot sein für uns. Ich würde dich auf Schiff lassen. Ich würde das nicht sofort den Shuttle abknallen, wenn ich das sehe. Aber Skillcheck. 7 plus ist, denke ich, anvisierbar, oder? Gut. Ich könnte minimal beitragen oder gut. Aber ich würde gerne minimal beitragen. Kann schon was machen. Ich glaube, das sind dann so ein bisschen eure Farben, oder? So mittel kann ich machen. Ja, ich kann da schon reinlegen. Also ich würde minimal reinlegen, oder wenn mittel kannst du es dann machen, Gakando, oder? Mittel kann ich machen, ja.
Ja, schaffen wir da einen 10? Actually, ich könnte auch eine Karte darüber spielen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Da würde ich gerne eine Karte spielen. Ja, mach. Okay. Okay, dann geht's ja. Das war Caddy Skill Check, oder? Genau, ja. Ja, dann ist eh einfacher. Wer fängt an? Ich fang an, oder? Ja, wer fängt an, ja. Ich leg minimal rein. Okay. Ich lege auch minimal rein. Das gibt's denn, warum triff ich denn jetzt nimmer? So los? Musst du einen Schnaps trinken, dann triffst du besser. So, gucken. Plus 3, 5, 6, 9. Machen wir gleich. 9, hast du positiv reingelegt, 11, Nils? 13. Ich hab positiv reingelegt, ja. 12 im Destiny Deck. 13. 17. Okay, aber ist der gleiche. Okay, das heißt, eine Base da und ein Civilian Ship hinter der Galaktik. Also ein Base da vor der Galaktik. Jetzt die Frage, was genommen wird. Oder wie das ist mit Reckless Skill Check. Welche von den zwei Karten, oder? Nee, also, sowieso, ja. Stimmt, ja. Wollen wir auswürfeln, welcher Base da kommt? Würde ich auch sagen, ja. Behält der seinen Schaden? Ja, der behält den Schaden. Okay. Ich will unser Zylon würfeln, welcher kommt. Ich sag, 1 bis 4 ist der. Nee, 1 bis 4 ist der und, 5 bis 8 ist der, oder? Ja, und den kann man so machen. 3! Da ist der davon. Okay. Na. Da hinten, nee, oder? War schon. Nee. Die Bester kommt da. Achso, ja, fuck, sorry. Ist das echt am Schnaps drin? Oh, ist gut. Ich bin mal eben kurz auf dem Klo. Jo. Dann ist jetzt Fabian, ne? Die Fabian, willst du gleich was essen, gell? Oder ist noch nicht so weit bei dir? Doch, ich könnte auch jetzt schon was essen gehen. Ja, dann mach das gleich, oder? Dann machen wir das gleich. Gut, dann bis gleich. Okay. Bis gleich. So, bin wieder zurück. Hallo. Es gibt gerade eine kurze Pause sozusagen. Aber will der... Aber man geht jetzt was futtern und... Ah, okay.